Ihr kennt den berühmten Dresdner Semperopernball, ein Riesenevent, ein glamouröses Weltereignis. Seit 15 Jahren in Dresden. Hollywoodstars, Könige, Politiker, alle waren sie da. Und derjenige, der den Ball mitbegründet hat und der ihn über 15 Jahre lang geleitet hat als Ballchef, ist Professor Hans-Joachim Frey. Und nun macht er den Job nicht mehr. Und die Frage ist, warum eigentlich wirklich? Und da wir uns schon viele auch zig Jahre kennen, sehr gut kennen, Herr Professor Frey, habe ich ihn eingeladen und wollte mit ihm mal ein Käffchen trinken und fragen, was da eigentlich wirklich los war. Und da ich euch auch schon eine Weile kenne, dürft ihr dabei sein und wir hören mal, was es da so zu sagen gibt. Herr Professor Frey, erstmal schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Schön, dass Sie in Dresden sind. Sie machen den Opernball nicht mehr. Schade. Finden Sie es auch? Ich mache den Opernball in Dresden nicht mehr, aber in vielen anderen Plätzen in der Welt. Und das ist eine Entscheidung nach 15 Jahren. Die habe ich mir nicht leicht gemacht, aber die habe ich trotzdem gut überlegt und alles hat seine Zeit. Haben Sie es sich nicht leicht gemacht oder hat man es Ihnen? Ja, da können natürlich immer zwei Seiten gemacht. Also ich habe einfach dann zum Schluss bei der aktuellen Diskussion, jetzt nach dem Beginn des Krieges, am 24. Februar, gemerkt, dass die öffentliche Haltung ist, dadurch, dass ich ja noch in Russland arbeite und als Intendant dort arbeite für ein großes Kulturhaus in Sotschi, für ein Tschaikowski-Festival in St. Petersburg und auch noch als Berater des Intendanten des Bolschoi-Theaters, dass man wollte, dass ich das alles niederlege, um weiter für Dresden zu arbeiten. Das konnte ich nicht. Und da habe ich auch eine klare Haltung und ich finde gut, dass ich auch noch weiter in Russland bin, weil ich glaube, dass man mit Kultur auch noch Verbindung hält und dann habe ich langsam vorbereitet, dass ich beim Opernball bei mich zurückziehe. Also man hat Ihnen nahegelegt, sich zu entscheiden, Ihre Arbeit in Russland oder weiter Ihre Arbeit für den Dresdner Semperopernball? Ungefähr so kann man das sagen. Es war ja natürlich eine gewisse Dynamik. Der Krieg begann und dann wurde sofort verlangt, dass wir uns dagegen äußern und gegen den russischen Präsidenten Putin den Orden aberkennen und da die ganze Prozedur in Gang bringen. Und da gab es eine so heftige Diskussion. Und im Zuge dessen ist mir klar geworden, dass da immer meine Person im Mittelpunkt stand. Dann ist uns ein Coup gelungen, wir haben uns dann als Verein ruhig gestellt, hatten wir 6 Monate keine Presseäußerungen, haben alles in Ruhe sortiert, um uns dann gut aufzustellen. Wie stehen Sie denn im Moment überhaupt dazu, zu der ganzen Situation Putin, Russland? Das ist natürlich ein delikates Thema, was auch eine Vorgeschichte hat. Ja? Jetzt, wo sich vor 6 Wochen noch Angela Merkel geäußert hat, dass man Minsk eigentlich nur so halb verhandelt hat, weil man im Hintergrund probieren wollte, dass die Ukraine sich selber findet. Es ist eine sehr delikate Geschichte. Ich habe immer eine folgende Haltung. Es ist klar, er hat den Krieg begonnen, er ist der Aggressor. Auf der anderen Seite hat alles seine Motivation. Was mir fehlt, ist alle Abgeklärtheit, Ruhe, Besonnenheit, Analyse, Konfliktmanagement, Deeskalationsmanagement. Wenn ich eine Schulklasse habe und ich habe einen, der immer besonders auffällig ist, dann muss ich den abholen und wieder in die Gesellschaft abholen. Dadurch, dass das nicht stattfindet und nicht gewollt wird, sehe ich, dass es ein politisches Spiel ist, was von hohen Mächten irgendwo geleitet wird. Und insofern habe ich da meine ganz eigene Haltung zu und ich bin dafür, man muss Gespräche führen, Frieden sofort. Aber man muss Gespräche führen und die Gespräche sind von beiden Seiten nicht gewollt. Wer sagt, dass nur eine Seite es wollte, ist gelogen. Von beiden Seiten werden die Gespräche im Augenblick nicht geführt. Als Putin in Dresden beim Semperopernball war, war ein sehr großer Antrag. Alle wollten ihn kennenlernen, alle wollten ihn treffen. Das ist sicher richtig so. Es ist natürlich immer so, wenn einer einen Krieg beginnt, ist er die negative Figur. Ja, weil Krieg ist die höchste Form der Eskalationsstufe. Und dieser letzte Punkt ist wahrscheinlich nicht von allen Seiten, auch in Russland, nicht bedacht worden. Ja, was das bedeutet, was das auch zerstört. Das wird wiederum von der anderen Seite benutzt, um da einen propagandischen Feldzug dagegen zu führen. Ja, und da ist die Wahrheit. Ich bin immer dafür, eine klare Haltung zu haben. Als man mir gefragt hat, willst du in Russland arbeiten und da jetzt sofort aufhören? Und du musst dich doch davon ziehen, habe ich gesagt, nein, gerade jetzt ist es wichtig, Kulturbrücken zu bauen, Musik dort zu machen, mit Künstlern zu sprechen, dem Land, den Leuten Kontakt zu bleiben, weil eines Tages wird der Krieg vorbei sein und da braucht man Leute wie mich noch viel mehr, die diesen Dialog führen und in der Lage sind, mit den Leuten zu reden. Das war ja schon immer Ihre Meinung, ne? Sie haben immer schon gesagt, über die Kultur kann man halt auch Politik beeinflussen, Länder zusammenbringen, Brücken bauen. Auch vorher schon. Die ersten Konflikte gab es ja damals schon mit Ägypten. Wir haben ja tolle Preisträger, zum Beispiel 2015 Macky Sall, der senegalesische Staatspräsident, wurde hier gar nicht so hochgehalten. Heute der Vorsitzende der Afrikanischen Union wurde beim
sieben Gipfel, oder war es G20 Gipfel, G7 Gipfel in Bayern, der deutschen Bundesregierung, wurde hofiert, eingeladen als Ehrengast. Und dann haben wir uns auch entschlossen, auch sozusagen problematische Figuren einzuladen. Und das war natürlich als Sisi, als ägyptischer Staatspräsident, ein sehr erfolgreicher Leader, der das Land befriedet hat, der dort 6-7 Millionen Flüchtlinge hält, die nicht rübergehen über das Mittelmeer nach Europa. Also das sehr viel positive Energien hat. Und dann hat man nur gesehen, wie er an die Macht kommt, dass er Leute und Meinungsfreiheit unterdrückt und hat das zum Skandal genommen. Inzwischen war er bei der deutschen Bundesregierung 2022 in Berlin, ist hofiert worden. Ich stehe nach wie vor dazu, dass das richtig war, solche Leute einzuladen, weil das ist meine Haltung. Und wenn ich dann spüre, dass das in der Öffentlichkeit nicht mehr gewollt wird, dann habe ich für mich entschieden, dann kann ich diese Form von Bällen nicht mehr machen. Weil Bälle haben ja immer etwas, wenn sie sich beschäftigen. Vor 150 Jahren Paris gab es diese Bälle. Es musste immer ein bisschen verrucht sein, da musste immer ein bisschen Skandal sein, da muss es immer ein bisschen was geben, Geschichte, weil sonst gehen die Leute nicht hin. Und auch das habe ich probiert zu inszenieren. Das haben aber nicht alle verstanden. Wenn ich jetzt nur noch politisch reine, klare Bälle mache und bin nur noch politisch das Reine, das interessiert auf Dauer die Kunden, den normalen Menschen nicht mehr. Und der Ball ist für die normalen Menschen. Es war ja auch immer bei den Bällen so ein bisschen im Hintergrund eine gewisse politische Diplomatie sogar. Da haben sich ja Leute getroffen, die sich sonst öffentlich gar nicht hätten treffen können. Oder sie haben ja da richtig auch die Fäden gezogen. Also mein Lieblingssatz war immer 1815, der Wiener Kongress. Und da hieß es ja immer, was haben die erreicht als Ergebnis? Die haben ja ein Jahr lang getagt oder sogar länger, der Kongress tanzt. Und das haben auch wir probiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein legendäres Treffen beim Operball 2019. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat eine extra Lounge angefordert, wo sie mit Herrn Spahn und mit dem monegassischen Fürst Prinz Albert zusammensaß. Und ich behaupte sogar, dass dort ein Teil vorbereitet ist, um auch in Monaco, was eng an Paris ist, die Präsidentschaft der Europäischen Union vorzubereiten, die sie dann 4 Monate später erreicht hat. Und so war immer ein bisschen auch im Hintergrund. Und 2009, natürlich kann man heute sagen, man hätte Putin nie einladen dürfen. Aber 2009 war eine andere Sache. Und 2009 haben 2500 Leute in Europa Standing Ovations 10 Minuten gemacht. Vergisst man das, weil er auf Deutsch gesprochen hat, weil er Friedensangebote gemacht hat. Es war eine andere Zeit und alles zu seiner Zeit berichte ich, und das ist auch meine Haltung. Jetzt hat man Sie vor diese Entscheidung gestellt. Verstehen Sie das? Aufgrund des öffentlichen Drucks konnte ich es auch verstehen, dass die Leute, es gibt wenig Leute, die wirklich Rückgrat haben, die wirklich stehen. Und sie richten sich, ihr fehlt nach dem Wandel. Wie soll ein Oberintendant machen? Er hat eine öffentliche Hand und er hat Angst, die sind alle angstgetrieben. Ich habe keine Angst, weil ich immer unabhängig war. Und keine Angst haben ist ein ganz großer, wichtiger Faktor, um Haltung zu halten. Ja? Und dann hat man gesagt, oh, es geht nicht, und dann problematisch und alles. Es war natürlich auch sehr aufgeregt, die Situation damals im Februar, März, als der Krieg begann, aber man hätte auch einfach nur Ruhe bewahren können und sagen, wir führen mal Gespräche, wir klären das hinter den Kulissen. Aber ich kann nachvollziehen, warum Menschen das sozusagen in ihrem Minimalismus und ihren Möglichkeiten tun müssen für sich. Finden Sie das auch ein bisschen undankbar? Ja, das ist es auf jeden Fall. Weil 15 Jahre haben wir großartige Bälle gemacht und alles und dann hat man einfach Angst. Aber ich bin deshalb nicht so traurig oder auch relativ mit mir im Reinen. Weil das, was ich in Russland mache, relativ schön und wunderbar läuft. Ich habe gerade ein Riesenfestival mit 15 großen Konzerten im Neujahr gemacht, mit ganz vielen tollen Künstlern aus Russland und aus der ganzen Welt. Auf der anderen Seite habe ich Opernmillionär in der Zwischenzeit während der Corona-Pandemie zweimal in Petersburg, jetzt in Dubai gemacht. Es steigern sich die internationalen Anfragen. Ich war in Abu Dhabi sogar mit meinem zweiten Ball. Und das ist spannend. Und insofern nehme ich das Know-how, weil eins bleibe ich immer, da können ja alle sagen, ich bleibe immer der Gründer und langjährige Leiter des Empa-Opernballs. Und natürlich habe ich dadurch die Marke Dresdner Opernball geschaffen. Und der Dresdner Opernball wird jetzt in viele Orte in dieser Welt gehen. Schade für Dresden, finde ich persönlich. Ich wohne noch gerne hier. Ich habe viele Freunde hier. Ich bin auch noch immer an alle gesellschaftlichen Facetten gut verliebt. Ja, das klingt ja erstmal schon nach einer gewissen menschlichen Enttäuschung. Was ich aber richtig groß finde, ist, dass Sie trotzdem dafür sorgen, dass der Opernball ja weiter besteht. Genau, das war mir eine Herzensangelegenheit. Es gab ja dann eine große Bewegung in der Stadt, wo sich viele angefangen haben, von Viola Klein und anderen zu bewerben um den Ball. Und ich fand es aber wichtig, dass der Verein weiterlebt, den ich ja selber gegründet habe 2006, und dass dieser Verein den Ball weitermacht. Und
dann haben wir sozusagen neue Vorstandsmitglieder gefunden, neue Vereinsmitglieder. Es gab ja eine große Unruhe, dazwischendurch sind auch welche ausgetreten. Aber wir waren uns einig, dass der alte Vorstand komplett abtritt, dass wir eine gemeinsame Zeit hatten. Also es war keine Einzelentscheidung. Mhm. Wichtig war, dass es nicht skandalisiert worden ist nach außen hin und dass wir nicht irgendwie emotionale Hauruck-Entscheidungen haben, sondern ganz gedanklich so. Und jetzt hat der neue Vorstand wirklich die Chancen, komplett sich neu aufzustellen, komplett neue Leute reinzuholen und etwas anderes zu machen. Da liegt auch eine Chance drin. Nach 15 Jahren muss das auch erlaubt sein, dass die anders denken. Und ich glaube, die 15 Jahre, die wir Bälle gemacht haben, die sind toll gelaufen. Man hat erfolgreiche Bälle, das lassen wir nicht kaputt reden, dass irgendwas mit Ägypten war. Das war eine tolle Sache. Ich fand auch die Preisträger immer spannend, weil die Leute, die ganze Stadt hat sozusagen gezittert, wer kommt jetzt, wer kann das sein? Und wir hatten ja auch Königin Silvia und wir hatten einen Kardinal und diese Schauspieler von Roger Moore, Sir Christopher Lee, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Man muss sich vorstellen, welche Legenden wir haben. Ja, absolut. Und damit haben wir für Dresden wirklich die Latte hochgelegt. Und das müssen sozusagen die anderen dann auch erstmal schaffen. Weil letztlich wird der Ball ja nur bewertet, was ist das Ergebnis? Es geht um die Show und das, was an dem Abend stattfindet und nicht um das Drumherum. Wie ist Ihre Prognose? Was denken Sie? Wird es den Ball noch lange geben? Ich hoffe es. Aber das gesellschaftliche Umfeld hat sich geändert. Der Ball ist frei finanziert. Wir haben nie staatliche Finanzierung bekommen. 2 Millionen kostet ein solcher Ball. Und das muss natürlich jedes Jahr refinanziert werden durch die Plätze, durch die Leute, durch die Besucher, durch mögliche Sponsoren. Und das muss denen unbedingt wieder gelingen. Die haben sehr viel Arbeit vor sich. Gibt es denn Leute, denen Sie dankbar sind, wenn Sie so auf den Open Ball zurückschauen, aus dem Vorstand vielleicht, Mitarbeiter? Ja, ich bin also mit Georg Leicht haben wir über all die Jahre gut zusammengearbeitet, auch mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, Andrea Mühlow und Tobias Schönfeld. Das war wunderbar. Auch aus der Politik, Matthias Rösler als Landtagspräsident hat uns immer geholfen, wurde ja zum Schluss auch dann mit mir gemeinsam Kuratoriumsvorsitzende. Da gab es viele, wo ich sage, ja, da war ich sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit. Gab es auch Enttäuschungen? Ja klar, mit Enttäuschung spricht man nicht laut. Okay. Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen? Was können wir erwarten? Naja, das Ganze war ja schon ein Übergang, wo ich selber eine Entscheidung getroffen habe. Und das Schöne ist, ich lebe jetzt in Moskau. Ich habe eine wunderschöne Wohnung in Moskau. Ich habe gleichzeitig eine Wohnung in Sotschi, wo ich die Syrien-Stiftung, die große Education- und Bildungswissenschaftsstiftung, leite vom Bereich der Kultur. Das ganze Jahr über. Wir bauen ein unglaublich großes neues Festivalzentrum Opernhaus, was in anderthalb Jahren eröffnet wird. Es wird das modernste Haus, was wahrscheinlich in Südrussland oder überhaupt in Europa in der Form steht, weil wir sozusagen innerhalb 10 Minuten von einem Konzertsaal wechseln können in ein großes Opernhaus. Also da ist ein großer Orchestersaal, der wird wie ein Eisenbahnzug nach vorne geschoben, 150 Tonnen schwer und dann ist ein geschlossener Konzertsaal wie die Elbphilharmonie und dann fährt es zurück. Das ist ein tolles Projekt, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und dann habe ich ein Tschaikowski-Festival in Petersburg. Ich arbeite mit dem Bolscher als Berater eben zusammen. Ja, und das ist aber nur ein Teil, weil ich immer noch von diesen Ballgedanken fasziniert bin. Klar. Und es wird in Petersburg weitergehen. Wir werden das nicht mehr Dresdner Opernball nennen, sondern Pietrowski-Ball. Pietrowski nach Zar Peter dem Großen. Mhm. Ich habe den Dubai-Ball gerade gemacht am 15. November mit Riesenerfolg. Die Oper Dubai hat mich schon wieder eingeladen für den 18. November 2023. Mhm. 1500 Leute waren da und das sind natürlich aufstrebende Metropolen, wo sich viel verändert. Und gerade aus diesen Ländern habe ich jetzt aus Bahrain, aus Marokko, aus Istanbul, aus Baku verschiedenste Städte Anfragen, ob sie nicht ähnliche Projekte machen können. Und da sind wir jetzt in Planung und das macht natürlich Spaß. Dafür habe ich ja in Dresden auch noch die Dresdner Opernball GmbH. Wir machen das als Dresdner Opernball. Man werde nicht in allen Städten Dresdner Opernball machen, weil manche sozusagen auch eine eigene Identität haben, aber dann sagen wir in Kooperation oder im Stil, wo ich meine Erfahrung als Leiter und Gründer des Dresdner Opernballs sozusagen in die Waagschale werfe. Und steht unglaubliche Internationalisierung an und das macht Spaß. Dürfen Sie das? Also dürfen Sie es weiter Dresdner Opernball nennen? Oder gibt's das kann ich natürlich frei entscheiden. Der Semper Opernball ist eine Marke der Semper Oper und das gehört der Semper Oper. Jeder, auch Sie können einen Dresdner Opernball machen, weil schützenswert ist nur die Wortbildmarke. Das heißt, Sie nehmen eine neue Grafik und können für jedes Projekt, da machen Sie einmal das Logo von Dubai, das andere Mal von Marokko und machen dann drunter Dresdner Opernball, kann jeder machen. Das ist nicht schützenswert, weil es zu allgemein sind. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, dass
Dresden von der Streitkraft groß genug ist, ja, dass man in der arabischen Welt oder in anderen Plätzen das immer so versteht. Aber ich habe immer, zum Beispiel nach Dubai, war eine wunderbare Geschichte. Ich kam nach Dubai und habe mit den Leuten dort geredet und habe gesagt, wir machen den ersten Dubai-Ball. Dann haben die mich gefragt, was ist das? Das ist der Dubai-Ball, weil sie nicht die Tradition haben. Da sage ich, ein Ball wie der Wiener Ball, wie der Dresdner Ball. Und dann fragten die mich, ja, wollen wir das nicht Wiener oder Dresdner Ball nennen? Da ich, ja, ich kann das nur Dresdner Ball mit meiner Geschichte nennen. Ja, dann nennen wir das Dresdner Ball, weil die Leute verstehen, ah, es gibt den Dubai-Ball, es gibt einen Dresdner Ball, verstehen dann, was das Produkt ist. So, und das war die Geschichte. Dresden könnte auch eigentlich darauf stolz sein. Jetzt wollen sie das im Augenblick nicht haben vielleicht, aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Also wir werden diese Projekte machen. Mal heißen sie Dresdner Ball, mal heißen sie so, wie die Stadt heißt. Und wir nehmen einfach nur die Erfahrung. In 2 Jahren, 3 Jahren, wie viele Open-Bälle werden Sie bis dahin? Das weiß nur Gott allein. Aber wir sind jetzt allein mit 6 weiteren Städten schon in engen Gesprächen. Also es wird nie langweilig, Sie sind weiter am Arbeiten, am Rotieren. Ja, ich glaube, dass was hier im Augenblick stattfindet, ist durch den Krieg, auch mit Ukraine und Russland, dass eine Neuordnung der Welt stattfindet. Und hier wird immer dargestellt, dass Russland völlig isoliert ist und dass die westliche Welt, und das ist ja aber nicht der Fall. Sondern es werden ganz neue Partnerschaften viel intensiviert. Also Russland arbeitet jetzt viel enger mit China, mit Indien, mit diesen ganzen Ländern, Kasachstan, Aserbaidschan, Usbekistan, Türkei zusammen und den ganzen arabischen Raum. Da passieren viele neue Allianzen. Und das wird wenig gesehen. Und was ich ja probiere, ich möchte Brücken bauen. Was mir in Dubai gelungen ist, da saßen 400 Deutsche, die angereist sind oder von der Außenhandels kamen. Da saßen aber auch 400 Russen, die von der größten Kongressfirma da war, und dann saßen 800 Araber da. Und das war ein toller Mix eines internationalen Events in Kriegszeiten, haben dann trotzdem alle zusammengefunden. Und wenn das Kultur schafft, das ist meine Vision. Und die Vision kann man verstehen, wenn man sehr weit denkt. Wenn man klein denkt, kann man sie nicht verstehen. Und in diesen Zeiten Frieden zu schaffen mit Musik, mit Kultur, nämlich für mich ist Kultur die wichtigste Sprache, um miteinander zu kommunizieren. Das ist auch eine Form von Diplomatie. Und deswegen bin ich absolut gegen Waffenlieferungen. All das, man muss sprechen, man muss Frieden schaffen und gemeinsam deeskalieren.